Stimmt, wir brauchen eine Munitionskiste. Habe ich jetzt auch noch angestartet. Ja. Ui, das Kupfererzlager ist aber gut aufgeräumt. Ich glaube, da ist jemand wieder beleidigt. Von mir aus, Sura. Konzentrieren wir uns aufs Spiel, okay? Genau. So, ein Nahrungsmittelprozessor. Auch vorläufig erstmal da dahinter klatsche. Dann direkt mal. Sieht aus wie eine Einraum-Single-Wohnung. Ohne Wände und so weiter. Ja, Hauptsache erstmal hingeklatscht. Genau. So, da haben wir die beiden Solarzellen. Die sehr, sehr groß sind. Aber die Sonne wandert. Also eigentlich müsste ich die Solarzellen ja auf die Seite stellen, oder? Weil das ist Süden. Das stimmt, die Sonne geht ja im Osten auf, ne? Genau, dann würde sie da drüber wandern. Ja, stimmt. Der hätte sogar jetzt noch. Cool. Eine Effektivität. Zwar eine sehr geringe, aber er hat Effektivität. Na, immerhin. Da. Bei Stück. Hier zerlegen wir. Ah, ne, genau. Grün, warte mal kurz. Grün ist Effektivität und gelb ist, wie viel er gerade bringt. Genau. Der hätte eine 3er Effektivität. Genau. Ja klar, weil sie schräg sind. Wenn ich sie flach liegen würde. Ja. Flach liegen würden, dann hätten sie wahrscheinlich eine 4er Effektivität. Aber ich würde mal sagen, eine 3er reicht. So, hier kannst du weiterbauen. Ja, ich brauch bloß erstmal Betonblöcke. Ja, das wird dauern. Aber wir haben schon mal Anzugstation und gleich einen zweiten Anzug. Yeah. Kannst du schon mal den Anzug hier rausnehmen. Yeah. Anzugstation packe ich einfach erstmal. Ja, wir brauchen endlich das Multi-Werkzeug, damit wir hier dann das schön machen können. Erstmal dahin. Oh Gott. Multi-Werkzeug habe ich schon freigeschalten, aber wir brauchen ja für diese Schose da Magnesium-Pellets. Da dürfen wir jetzt dann auf Suche gehen. Mal die herkriegen. Jetzt kannst du zufrieden sein mit deinem Licht. Jetzt kannst du deine Taschenlampe da kicken. Jetzt kann ich sie kicken. Das freut mich doch. Yeah. Frieden. Übrigens sind jetzt deine Blöcke angestartet. Die ersten 10 sind schon da. Cool. Dann läuft ja. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, Telegram mal zu schließen, wenn ich aufnehme. Ich von Horst lass das nämlich gerne immer mal. Cool, dann kann ich das ja jetzt endlich hier schließen. Das klingt so wirklich jetzt.
Nein, das war schon mein Ernst. So. Der Kiste noch nicht so riesig war. Ja. Who cares? Stell dir mir die Kiste einfach im Weg rein. Wir sollten an zwei Ecken einen kleinen Turm hochziehen. Dann jeweils den Selbstschussanlage draufpacken. Machen wir doch glatt mal zwei Türme hoch. Wie groß ist die? Ein Block, es reicht ein Block nach oben. Achso, gut. Oh, an Decke auch noch. Zwei gegenüberliegenden Ecken. Also da, das meintest du. Nein, ich glaube, es sollte noch ein Block höher sein. Okay. Sie ist zwar noch mal ein Block drauf, aber ich glaube, es sollte. Da musst du einen anderen davor stellen, sonst kommst du da nicht hoch. Ja, leider. Weißt du, wie ich meine? Was machst du gerade? Ich kann nicht abbauen. Stell hier einen weiteren Betonblock hin. Hier, wo ich jetzt stehe. So, so. Und du? Wieso will er nicht hoch? Er will nicht hoch. Er will nicht nach oben. Warte mal, was machst du? Drück doch F5. F5? Guck, guck. Ach. Damit kannst du auch Blöcke platzieren. Ach so. Oh. Ja. Sieh mal an. Alter, das habe ich ja komplett vergessen, dass das geht. Ja, ich auch schon wieder. Ja, du hast gerade daneben gesetzt, aber ist egal. Dann machen wir es einfach da. Lass einfach stehen. Ja gut, aber dann mache ich es auf der anderen Seite richtig. Oh Gott, ist. Genau. Ich würde schräg gegenüber dann nochmal ein. Schräg gegenüber. So. Genau, dann haben wir hier nämlich so einen kleinen Turm. Und dann Alter. Hier daneben. Genau. Ist die Steuerung hier sensibel? Ich fasse das nicht. Ist schwammig, gell? Aber richtig schwammig. Ich fass das. Halt. Komm, komm. Ich will doch bloß eine Grundplattform, danke. Und noch einer oben drauf. Genau, noch einer oben drauf. Passt schon. Egal. So. Dann haben wir unsere beiden Stütztürme. Mit F5 kommst du übrigens wieder zurück. Alter, schwammiger geht's wirklich nicht. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir nur eins vergessen. Da wäre. Munition. Oh Gott. Ja, genau, und da ist das Deck. Wie dämlich bin ich gerade? Machen wir mal 50, machen wir mal 10 Stück. Dann sind wir bei 500 Munition für die. Das heißt, ich kicke die Betonblöcke nochmal raus. Es sind übrigens 90 Stück fertig. Nice. Und hier kommen die Betonblöcke wieder rein. Ich würde mal sagen, die Größe schon mal für den Anfang, hey, oder? Dass wir das jetzt hier so dicht machen, was wir jetzt gerade haben. Wäre jetzt meine Überlegung, sobald wir dann da dicht gemacht haben, dass wir dann mal schauen, ob wir irgendwo Promethium und so finden. Damit wir richtig anfangen können. Oh ja. Genau, dass das Tier jetzt schon mal die erste Mauer ziehst. Dann haben wir nämlich zwei Blöcke hoch den Raum und dann der dritte Block oben ist dann die Decke schon. Gut, machen wir doch glatt. Generator ist beschädigt. Lol, wieso das? Keine Ahnung. Wir haben nur noch 238 Lebenspunkte. Und irgendein Lackern habe ich hier gerade. Wo kommt dieses Klackern her? Das freut mich auch gerade. Du hörst es auch, oder? Ja.
Ach du Scheiße, was haben wir denn? Das ist ein Creepy schon wieder. Schon wieder ein Creepy. Der war es. Was klackest du? Keine Ahnung. Der ist hier unten drin festgehängt. Unter den Solarpanelen. Och. Anscheinend sind deren Knochen so marode, dass sie schon klacken. Ich gönne mir mal das Steak und ich glaube, obwohl wir haben ein bisschen Gemüse, wir können herstellen. Ich stelle einfach mal Fleisch her. Das finde ich auch so richtig genial. Wieder! War das jetzt gerade schon wieder, oder? Nee. Ganz kurz hatte ich das Klackern nochmal. Egal. Mir fällt da was ein. Ich fahre die Geschütztürme mal ein, weil dann verbrauchen die nämlich keinen Saft. Wobei, warte mal kurz. Wir haben 13% Verbrauch. Wenn ich ausfahre, sind wir bei 13%. Okay. Die scheinen nichts zu verbrauchen, wenn die nicht schießen. Was bei den anderen aber nicht der Fall ist. Oh, Munition fertig. Sehr schön. Ach, da war ein Block zu viel nach oben, aber egal. Ups. Ja, der zu viel ist, den baust du einfach wieder ab. Ja. Gut. Ja, du hast wenigstens an ein Türchen gedacht. Ja, das habe ich, daran habe ich gedacht. Ja, wir sollten mal kurz die Geschütztürme einstellen, oder beziehungsweise ich sollte mal die Geschütztürme einstellen. Dass die auf... Ja, genau, auf diese Viecher losgehen. Danke. Auf die Bodenviecher ist er nämlich gerade losgegangen. Ja, so. Das ist egal. Das ist auch egal. Ne, warte mal, Jäger Alien? Ja. Beutetiere soll er nur nicht, die haben es eh automatisch eingestellt. Aha. Dann ist er gerade schon auf irgendeinen Jagdtier losgegangen. Komm her. Wobei, nein, ist auch dämlich, oder? Ja, der geht da hinten auf die Viecher los, aber die spawnen da immer ständig. Nein, ich nehm's raus. Okay. Er soll nur auf NPC-Fraktionen losgehen, maximal. Boah, die kleinen Viecher stören ja nicht. Genau. Eine Türe. Eine Türe. Warum kommt mir jetzt das Lied in den Kopf, eine Insel mit zwei Bergen? Weil es genau der Sound war. Ich hasse diese schwammige Steuerung. Dankeschön. Hey, wake up. So, die Keime hau ich jetzt auch mal einfach in den Kühlschrank. Wir haben einen Tag gerade auf dem Senkel. Oh, dann müssen wir bloß noch auf Seite der Solarpanel die Wand ziehen.
Ja. Mal gucken. Okay, ich weiß, wo ich die Keime reinhau. Ja, sondern hier. Ja, die Solarpaneele, das mit Wand und so weiter, würde ich dann machen. Wenn man. Also, du kannst ja hier schon mal zumachen, ja. Ja, aber so nur bis. Ich wollte gerade sagen, so weiß, wie es geht. Genau, weil den Rest würde ich dann machen, wenn wir mal Multiwerkzeug nutzen können. Jep. Weiter geht's eh nicht. Wir müssen. Aber ich kann ja schon mal jeweils ein Multiwerkzeug für uns herstellen. Ich würde sagen, ne? Zwei Detektoren ebenfalls und dann würde ich mal auf Suche gehen oder starten wir noch ein Motorrad an. Ja, stimmt, du brauchst ja noch ein Motorrad. Ich brauch wieder eins, ja. Wo auch immer du deins stehen lassen hast. Das werde ich bestimmt vor der Mine, wo ich mich reingegraben habe, stehen lassen. Da findest du das nicht mehr. Achso, du meinst, dass die spawned ist? Yep. Ja. Hast du mal einen Block für mich? Warte, kann ich selber holen. Ich hätte noch 18 zur Verfügung. Such dir einen aus. Ja, nein, darum geht's nicht. Ist aber Multiwerkzeug ist übrigens fertig. Geht darum, dass wir hier immer hochspringen müssten an der Stelle und das will ich gerade mal. Ach so. Beheben mit. Da? Nicht dich da? Nein? Doch nicht dich da? Nein, nicht dich da. Aber dich da. Aber dich da. Auch nicht dich da. Aber dich da! Du bist schön flach, da kann man schön hochrennen, genau. Dann eine Automatiktüre. Ich würde einfach die normale nehmen, oder? Oder wollen wir so eine futuristische nach oben aufschiebende? Ach, die reicht doch fürs Erste. Reicht, ja. I'm hungry. Ich esse mal wieder was. 4 Steaks sind noch da. So. Motorrad ist da, Detektor ist da und 72 Blöcke sind da. Sehr schön. So, zwei Möglichkeiten, Sura. Für heute erstmal Schluss, oder? Wir suchen noch. Wäre erstmal für Ersteres. Wäre ich auch, weil ich hier ständig angeschrieben werde und das nervt in der Aufnahme. Nicht nur du, mich nerven auch die ganze Zeit schon andere Leute und... Ja. Ich hab noch ein bisschen was zu tun. Ja, alles klar. Dann hören wir hier auf und dann gehen wir wieder hoch. Ja, genau. Alles klar. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.